OE24 TV präsentiert im Interview Norbert Hofer auf OE24 TV. Ja, willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher von Ö24 TV und liebe User und Userinnen von OE24.at. Das ist heute eine besondere Konstellation, denn eigentlich hätten wir uns ja ganz anders treffen sollen. Kurz vor dem Start von OE24 TV war eigentlich ausgemacht, dass heute die große Schlussrunde ist, das Duell der Duelle, Hofer gegen Van der Bellen, und ich habe mich schon gefreut drauf. Ich habe gesagt, tolle Sache, dass ich mit diesem wirklich staatstragenden Duell als Fernsehmoderator beginnen darf. Und dann ist alles geplatzt und jetzt sitzen wir hier zu einem Einzelinterview. In zwei Wochen kommt Alexander Van der Bellen und dann zwei Wochen vor dem Wahltermin werden wir dann als erstes dieses Duell Hofer gegen Van der Bellen machen. Aber das ist jetzt einmal verschoben und ich danke Ihnen vielmals fürs Kommen. Sehr gerne. Darf gleich am Anfang sagen, ich bin ein bisschen verunsichert, weil ich weiß nicht, wie ich Sie ansprechen soll. Weil eigentlich protokollarisch müsste ich ja sagen, Herr Präsident, dann geht sicher ein Shitstorm gegen mich los. Der Motto ist der wahnsinnig, der ist ja noch nicht gewählt, aber eigentlich müsste ich ja sagen, Herr Präsident. Oder soll ich sagen, Herr Hofer, oder wie soll ich Sie ansprechen? Das wäre mir am liebsten. Also bitte, wie bitte? Herr Hofer ist mir am liebsten. Ja. Also bitte. Herr Hofer, gut. Ja. Herr Hofer, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Haben Sie OE24 TV schon geschaut? Ich habe heute in der Früh mit meinem Fernseher gekämpft, weil es ist ja jedes Gerät anders. Man hat ja heute nicht mehr einen Fernseher, man hat ja zwei. Und ich habe es aber geschafft zu programmieren und ich habe sogar auf dem ersten Platz programmiert. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte die heutige Diskussion mit etwas beginnen, was Sie überhaupt nicht freuen wird. Nämlich mit dem Video, das derzeit im Internet durchs Dach geht, extrem polarisiert und wo man sagt, was ist eigentlich mit dieser Republik los? Mit diesem Video möchte ich gern beginnen. Du willst deiner Scheißperson in den Arsch kriechen, willst du weg des Rassismus fördern, ja dann wähl den Hofer. Und ich steck mir krass dieses Land mit der Vergangenheit, kann diesen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Du willst Hofer, willst du dich von seinen falschen Aussagen ködern lassen? Überparteilich? Nein. Weit weg von ehrlich, macht doch peinlich, doch die FPÖ will den Bundespräsident abschaffen. Schon ganz schön erbärmlich, jetzt einen aufzustellen. Du willst Hofer wählen, er will deine Mindestsicherung abschaffen. Heißt das, deine Mitmenschen, die nicht so viel in den Taschen haben, bald abkratzen? Okay. Du findest Nazi-Sympathien. Du denkst, weil es dir gerade schlecht geht, sind die Asylanten schuld. Und wenn Leute wie Hofer 1933 Feeling versprühen, werden die Scheine in deiner Tasche grün. Wie haben Sie denn auf diesen Wahnsinn reagiert, wenn ich fragen darf? Man fragt sich ja, wie viel Hass ist in diesem Wahlkampf noch möglich und wie viel Hass begegnet Ihnen da? Naja, also dieser Aufruf, bis ein Politiker stirbt, der ist ja eindeutig. Natürlich, man hält im Wahlkampf schon viel aus, aber das geht zu weit. Und ich erinnere mich ein bisschen an Rumpelstilzchen, da ist das Feuer und dann diese Mütze. Ich finde, wenn jemand etwas tut, sollte er so viel Mut haben, auch sein Gesicht zu zeigen. Und ich hoffe, dass man den Herrn ausfindig macht. Und Sie wirken da jetzt ziemlich betroffen. Ich kenne Sie ein bisschen und weil eigentlich natürlich fast getroffen. Ja, in der Politik, man muss wissen, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dann passieren viele Dinge. Das ist ganz normal und das muss man aushalten. Aber das ist doch eine eigenartige Vorgangsweise. Und aber wir warnen ja oder wir diskutieren jetzt ja schon wochenlang darüber, dass dieser Wahlkampf unheimlich brutal ist, unheimlich hassgeprägt ist, dieses Land spaltet und es wird eigentlich immer ärger. Ja, das ist aber schade, weil man darf nicht vergessen, egal wie diese Wahl ausgeht, entweder wird Van der Bellen Präsident oder ich werde Präsident, das heißt, einer von beiden hat dann die Aufgabe, für Österreich zu arbeiten und das darf man nie vergessen. Und man muss mit einer gewissen Verantwortung da auch hineingehen. Ich sage noch einmal, natürlich sind Wahlkämpfe auch, vor allem wenn sie so lange dauern, auch von einer gewissen Härte geprägt. Aber ich glaube, dass Van der Bellen und ich einen Umgang gefunden haben, persönlich, der in Ordnung ist.
Aber es gibt hier viele Menschen, auch der Rapper Nasar ist ja ähnlich radikal aufgetreten. Es gibt hier viele, die ihre Aggressionen im Netz ausleben und wenn man dann auch noch dazu aufruft oder andeutet, jemand sollte umgebracht werden auf einem Video noch dazu, dann ist das eine sehr, sehr ernste Sache. Ist das ein gespaltenes Land derzeit? Ich glaube nicht mehr als früher. Als mein Vater noch ein junger Politiker war, hat er für die ÖVP Plakate aufgehängt und hat mir erzählt, ja, und dann die Kollegen von der SP haben es runtergerissen und umgekehrt. Das ist einfach etwas, das war früher auch so. Da waren die zwei großen Parteien, wo die einfachen Funktionäre und Mitglieder, mein Vater war Gemeinderat, ja, also das sehr, sehr ernst genommen haben. Und heute gibt es einen grünen Kandidaten und einen freiheitlichen Kandidaten, die natürlich auch das Land polarisieren, aber ich würde nicht sagen spalten, denn die große Mehrheit der Wähler, das sind ganz normale Menschen, die halt A oder B die Stimme geben, ohne jetzt deswegen jemand anderen zu vernadern. Aber einen Narrensaum gibt es natürlich, das sehen wir auch bei diesem Video. Übrigens kann der Herr nicht rappen, das muss ich ihm auch sagen, das hat er noch nicht gelernt. Das kann der HC Strache besser, meinen Sie? Das möchte ich nicht beurteilen, der macht aber keine Hassraps. Ja. Na ja, bitte, da gibt es vielleicht geteilte Meinungen, aber Sie meinen zumindest musikalisch rappt er besser. Ich glaube, dass die Texte wesentlich besser sind, ja. Dass die Texte wesentlich besser sind, ja. Herr Hofer, darf ich am Anfang eine ganz freche und auch ehrliche Frage stellen? Ja. Tut Ihnen diese Wahlanfechtung jetzt schon langsam leid? Mir tut es leid, dass es so weit gekommen ist, dass die Anfechtung notwendig war. Das tut mir leid, weil ich habe immer gedacht, bei uns in Österreich, viele Dinge funktionieren nicht, aber die Verwaltung, die funktioniert. Also, und Wahlen laufen so ab, dass nicht sein kann. Und ich war schon sehr überrascht, dass so etwas in Österreich möglich war. Also mir wäre es lieber gewesen, wir hätten ja, die Wahl ganz normal durchgeführt, ohne Probleme und hätten jetzt schon längst einen Bundespräsidenten. Sie hätten sich zwei weitere Monate Brutalwahlkampf und mindestens 3 Millionen Euro erspart. Also die Partei muss jetzt ja schön langsam sozusagen am Zahnfleisch daherkommen. Naja, die Partei hat Gott sei Dank gut gewirtschaftet und steht gesund da. Und was den Wahlkampf anbelangt, ich habe ja sonst auch einen sehr gefüllten Tag. Ich bin ja nicht in Pension, sondern ich habe sonst auch viel zu tun. Jetzt ist es natürlich noch mehr, aber ich muss Ihnen sagen, man wird das auch gewohnt. Wir werden in Summe etwa 120.000 Kilometer zurückgelegt haben, ganz, ganz viele Termine gemacht haben. Aber ich freue mich natürlich auf Weihnachten, weil ich hoffe, dass wir zu Weihnachten dann schon die Sache erledigt haben. Sie wissen schon, dass Sie jetzt natürlich bei vielen als schlechter Verlierer gelten. Ja, das täte mir leid. Das ist genau das, was ich nicht will. Ich kann nur sagen, es gab breiten Raum für Manipulationen. Deswegen hat der Verfassungsgerichtshof auch die Wahl annulliert. Es gab dort keinen Verlierer und keinen Gewinner. Es hat sich auch jetzt gezeigt, dass es offenbar noch immer Schwierigkeiten gibt, eine Wahl so durchzuführen, dass alles in Ordnung ist. Aber jetzt muss dann einmal hoffentlich alles so auf Schiene sein, dass wir ordentlich. Was mich und wahrscheinlich auch die meisten Zuseherinnen interessiert, war die Idee für die Wahlanfechtung von Ihnen? Oder war die vom HC Strache? Nein, ich kann mich gut an die Bundesvorstandssitzung erinnern, wo wir darüber diskutiert haben. Es waren bei dieser Sitzung erste Fälle bekannt, wo es Probleme gab. Und ich war da sehr skeptisch. Ich habe gesagt, also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Und dann haben wir entschieden, nachzufragen. Also bei den Behörden, bei den Beisitzern nachzufragen, wo denn überall etwas vorgefallen ist. Und dann war klar, es gab so viele Fälle, dass wir nicht daran herumkommen, hier auch den Rechtsweg zu beschreiben. Und was war denn jetzt das Schlimme Ihrer Meinung nach? Dass die das bei Würstel und Bier ausgezählt haben oder dass die FPÖler nicht erschienen sind? Oder das was war das Schlimme? Das Schlimme ist, Sie müssen ja wissen, dass die Briefwahlkarten auf Bezirksebene ausgezählt werden. Dort sind die Wahlleiter ja Beamte, Bezirkshauptleute und so weiter und so fort. Und dort wurden Wahlkuverts geöffnet, ohne dass die Wahlkommission anwesend war. Und das geht natürlich nicht, weil niemand weiß. Weil unter anderem die FPÖler nicht da waren. Naja, das Problem ist eben bei diesem Modell, das wir haben, dass dann der Montag ein Arbeitstag ist. Ja? Ja. Und die Leute machen das ehrenamtlich. Das betrifft natürlich alle. Wir brauchen ein besseres Modell. Früher war die Briefwahl ja gedacht als Ausnahme. Für die Auslandsösterreicher ganz wichtig. Aber jetzt wählen so viele Menschen mit der Briefwahlkarte, dass es für die Wahlbehörden unmöglich war, das in einer normalen Frist zu erledigen. Und Ihre Reform würde wie lauten? Also mein Vorschlag wäre, wobei das hat dann der Präsident zu entscheiden, das hat dann das Parlament zu entscheiden, aber
mein Vorschlag wäre, einfach festzulegen, es gibt einen zweiten Wahltag, damit auch jene, die am Sonntag nicht die Möglichkeit haben, wählen zu gehen, vielleicht am Donnerstag davor eine Möglichkeit haben. Es gibt die Wahlkarte, zu unterscheiden von der Briefwahlkarte, wo ich, wenn ich weiß, ich bin am Wahltag irgendwo in Österreich unterwegs, damit ich dort in jedem Wahllokal meine Stimme abgeben kann. Es muss sichergestellt sein, dass kranke und behinderte Menschen auch wählen können, auch durch fliegende Wahlkommissionen. Aber die Reform wäre und die Briefwahlkarte vor allem radikale Einschränkung des Briefwahlmissbrauchs, wie Sie meinen. Es soll nicht mehr so viele Briefwahlwähler geben. Es geht also nicht wer um nach die Mallorca Zahl. Auf Urlaub fährt, soll nicht wählen können. Doch. Und zwar doch. Wie? Also wenn jemand im Ausland ist, dann soll die Briefwahl, muss ja möglich sein. Ja. Also ich muss schon sicherstellen. Also wenn er es mit einem Ticket belegen kann, dann ja, aber wenn er am Neusiedlersee oder in Ihrer Heimat Pinkerfeld ist, statt in Wien, dann nein. Auch, weil dann gäbe es die Wahlkarte. Es wird oft die Briefwahlkarte mit der Wahlkarte verwechselt. Die Wahlkarte gilt in ganz Österreich. Da kann ich in jedem Wahllokal in Österreich meine Stimme abgeben. Also was ist die Reform? Die Reform zweiter ist zweiter Wahltag, habe ich verstanden. Zweiter Wahltag, bei dem Wahlkarte für das Wählen in Österreich. Ja. Fliegende Wahlkommissionen für behinderte und kranke Menschen, ja, damit die auch ihre Stimme abgeben können. Und die Briefwahlkarte für Menschen, die sich im Ausland befinden. Aber nur, wenn sie es belegen können. Ich glaube, das ist keine große Hexerei. Das gut. ist möglich. Darf ich Sie fragen, wenn wir jetzt sozusagen in die Wiederholung dieses Wahlkampfs hineingehen, ja, dann müssen Sie ja davon ausgehen, dass Sie gewinnen, oder? Ich glaube, so überheblich darf man nicht sein. Es weiß kein Kandidat vor dem Wahltag, ob er aber Sie werden sich das ja nicht hoffentlich noch einmal antun, um noch einmal Zweiter zu werden. Dann müsste ich ja, Nein, aber an Ihnen und der FPÖ zweifeln. Es weiß natürlich niemand, wie eine Wahl ausgeht. Ja. Aber Sie wollen gewinnen, oder? Natürlich, unbedingt will ich gewinnen. Ich kämpfe auch wie ein Löwe, um zu gewinnen. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders ist als beim ersten Mal? Und warum glauben Sie, dass Sie diesmal gewinnen werden? Also ich kann mich nicht verlassen auf die Umfragen. Weil bei Umfragen ist es immer so, dass sich die Institute immer schwerer tun, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Sondern ich kann mich nur darauf verlassen, wie ist die Stimmung, wenn ich unterwegs bin. Und ich kann jetzt vergleichen. Also der Rapper wählt Sie einmal nicht, würde ich sagen. Na, hoffentlich nicht. Ja, gut, aber was ist, wen haben Sie überzeugt, außer dem Rapper, dass Sie jetzt auf die Mehrheit kommen? Na, es ist das Echo irrsinnig positiv bei Veranstaltungen. Also egal, wo man hingeht, es kommen viele Menschen, von denen man sich nicht erwartet hat, die sagen, ich unterstütze Sie oder ich unterstütze Sie jetzt zum ersten Mal. Das kommt ganz oft. Und deswegen erhoffe ich mir ein gutes Ergebnis. Warum unterstützen Sie die plötzlich? Ich glaube, dass diese Strategie, mich darzustellen als Menschen, der zwei Gesichter hat, nicht funktioniert und nicht mehr funktioniert, weil der Wahlkampf jetzt schon so lange dauert. Und niemand jetzt sagt, aha, der hat sich jetzt ein ganzes Jahr lang verstellt. Sondern je länger man dann in der Öffentlichkeit steht, desto klarer wird, was für ein Mensch das ist. Ich war zuerst ziemlich unbekannt, als wir mit dem Wahlkampf begonnen haben. Es haben auch viele gesagt, nee, das wird ganz schwierig. Und ja, das kennen mich viele Menschen und sie kennen mich jetzt schon lange. Und kann ich mir nur sagen, wenn jemand nicht genau weiß, wie ich bin, als Journalist kann man meine alten Kollegen fragen, im Gemeinderat von Eisenstadt. Also Sie meinen, der zweite Wahlkampf wird dazu führen, dass Sie mehr an Persönlichkeit gewinnen und aufgrund dieses Persönlichkeitsprofils werden Sie bei der zweiten Wahl gewinnen? Ich glaube, dass die Angstmache nicht mehr funktioniert. Denn es war ja viele Menschen, die Van der Bellen gewählt haben, haben nicht ihn gewählt, weil sie ihn unterstützen, sondern aus Angst vor mir. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr, weil hier eine gewisse Immunisierung vorhanden ist, weil es kommen jeden Tag irgendwelche Negativmeldungen, das immunisiert. Und zweitens, dieses Bild des Menschen mit den zwei Gesichtern nicht aufrechtzuerhalten. Und warum haben die vor Ihnen Angst gehabt? Ich meine, wenn ich Ihnen so gegenüber sitze, also fürchten tue ich mich nicht. Aber warum, glauben Sie, haben die Menschen draußen auf der Straße vor Ihnen Angst gehabt? Ja, weil das die Kampagne war, zu sagen, das ist jemand, der ist ganz fürchterlich und der ist ganz im rechten Eck. Das stimmt alles nicht. Und das stellt sich jetzt immer mehr auch heraus, dass es einfach nicht die Wahrheit ist. Oder, mein Gott, wie ich damals gesagt habe, bei einem Interview oder bei einer Diskussionsrunde, Sie werden sich noch wundern. Ja, ja, das war ein genialer Sager von Ihnen. Ja, ja, aber das ist ganz negativ dann dargestellt worden. Ich habe das überhaupt nicht negativ gemeint. Ja, sondern das tut eher, Ihnen leid mittlerweile, sehen, oder? Ja, ja, ich hätte das so... Ich würde es so nicht mehr sagen, weil ich weiß, was daraus gemacht wird. Aber gemeint habe ich das nicht negativ, ganz im Gegenteil. Denn ich habe mich oft gewundert in meinem Leben über Dinge, die im positiven Sinne... Darüber werden wir ja noch reden, im Lauf dieser Diskussion. Drei Themen haben sich ja verändert jetzt in diesem zweiten Wahlkampf. Mhm. Erstens das Thema Öxit. Sie gelten jetzt als der größte Öxit-Befürworter. Ja, das sind ist auch, Sie das? Das ist auch interessant, weil die Linie hat sich in den vielen Monaten nicht geändert. Ich habe immer gesagt, es gibt zwei
Entwicklungen, wo ich glaube, dass die Mitgliedschaft Österreichs in der Union eher von Nachteil wäre. Erstens, wenn die Türkei beitreten würde, und Sie wissen, die Verhandlungen werden jetzt weitergeführt, es wird ein neues Kapitel geöffnet. Ja. Mhm. Und zweitens, wenn wir neue Verträge bekommen werden, die zu einer zentralistischen Union führen werden, wo die Mitgliedstaaten weiter entmachtet werden. Aber ansonsten hat Österreich die Aufgabe, die Union positiv weiterzuentwickeln, denn das Projekt ist noch nicht gestorben. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, es zu retten. Wir müssen es nur versuchen. Ja, aber in der ersten Brexit-Euphorie hatte man schon den Eindruck, dass sowohl Ihre Partei als auch Sie, als auch der Herr Wilimski, als auch Ihre Freunde durchaus Sympathien für einen Exit hätten. Für mich war das keine Euphorie, weil wir mit den Briten einen wichtigen Partner verloren haben in der Europäischen Union. Also Sie freuen sich nicht darüber, dass die Briten für den Brexit gestimmt Nein, haben? Nein, weil die Briten ein kritischer Partner waren in der Union, nicht alles vorbehaltlos hingenommen haben, was hier passiert, und wir diesen wichtigen Partner jetzt verlieren. Das ist nicht Halten zu unserem Sie Vorteil. Das Brexit-Votum für einen Fehler der Briten? War das ein Fehler? Es ist eine demokratische Entscheidung, die zur Kenntnis zu nehmen ist. Ob es ein Fehler war, wird sich weisen in 10 Jahren. Bei den Briten haben wir eine völlig andere Situation als bei uns in Österreich. Die Briten waren immer eher distanziert, was die Europäische Union anbelangt. Ja, aber war es ein Fehler, also aus Sicht der Briten eher ein Fehler? Also ich hätte als Brite nicht für den Austritt gestimmt. Aber die Zukunft wird Und Sie würden auch als Österreicher nicht für den Austritt stimmen, wenn Sie schon als Brite nicht für den Austritt stimmen? Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg wäre. Außer, wenn die Türkei beitritt, dann würde ich sagen, dann haben wir keine Zukunft in der Union. Das zweite Thema ist Flüchtlinge. Mhm. In der ersten Wahlrunde war das ja ein Riesenthema. Mhm. Da war der Tsunami da. Da hat man gesagt, um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, dann sind wir Österreicher bald die Minderheit. Mittlerweile ist von den Flüchtlingen eigentlich nicht mehr viel zu sehen. Man fragt sich, wo sind die? Wann kommen die? Kommen die überhaupt? Und selbst der Herr Sobotka, der ja versucht, sie ein bisschen rechts zu überholen, oder der Herr Kurz, sind mittlerweile der Meinung, wir brauchen gar keine Notverordnung, weil das geht sich eh locker aus mit den 37.000 Flüchtlingen bis zum Jahresende. Das ist natürlich ein bisschen ein Trick, die Notverordnung, weil ja nicht die Menschen gezählt werden, die hier nach Österreich kommen, sondern jene, die einen Asylantrag stellen, der Aussicht auf Erfolg hat. Also eine etwas unsaubere Vorgangsweise. Und dazu kommt, das muss man auch offen sagen, dass jetzt der Familiennachzug der nächste Schritt ist, der uns natürlich belasten wird. Das heißt, aus meiner Sicht steht Österreich vor einer riesengroßen Herausforderung. Und die kann man nicht so ganz locker bewältigen. Und Sie haben ja gesagt, Sie werden ein aktiver Präsident sein. Auf das werden wir jetzt ja zu sprechen kommen bei den nächsten Einstiegen. Was würden Sie denn als aktiver Präsident jetzt tun, wenn der Innenminister auftritt und sagt, ich brauche die Notverordnung, für die ich jetzt monatelang gekämpft habe, eh nicht, weil es kommen eh keine mehr. Würden Sie ihn zu sich holen und ihm sagen, ich sehe das anders? Oder? Also was er richtig sagt und was auch Kurz sagt und auch Doskozil, ist, dass wir die Schengen-Außengrenze schützen müssen. Ja, niemand will jetzt die Grenzen in Europa wieder hochziehen, aber das geht eben nur dann, nämlich, dass man keine Grenzen in Europa braucht, wenn die Schengen-Außengrenze funktioniert. Würden Sie ihn zum Rapport holen? Ich würde dort den Vorschlag machen, dass Österreich Personal und Gerätschaften für den Schutz der Schengen-Außengrenze zur Verfügung stellt. Also Sie würden ihn und den Minister Doskozil und den Kanzler gleich mit zum Rapport holen in die Hofburg und sagen... Der Rapport ist kein schönes Wort, aber ich würde in dieser Phase natürlich permanent in engen Kontakt suchen zu Kanzler, zu einem Café würden Sie die Herren laden. Ja, es kann auch ein Tee sein. Tee, ja. Aber das ist natürlich schon wichtig, weil hier entscheidet sich die Zukunft Österreichs. Also Sie würden die Herren zu einem Tee laden, britischen Tee, und würden sagen, Herrschaften, so geht das nicht, wir müssen die Außengrenzen aktiver schützen. Und wir müssen in die Zukunft blicken. Wir müssen ja wissen, was heißt es für die Zukunft von Österreich, wenn wir hier nicht kontrolliert vorgehen. Also es kommt der Familiennachzug. Wir haben viele Menschen, die, Sie haben dieses Rap wieder gehört, der Hofer will uns die Mindestsicherung wegnehmen, das war auch in diesem Text drinnen. Wir können nicht für alle Menschen, die nach Österreich kommen, die Mindestsicherung bereitstellen. Das kann der Staat nicht leisten. Über all diese Dinge, Herr Hofer, weil Herr Präsident darf ich ja nicht sagen, ja, danke vielmals. Herr Hofer, über all diese Dinge werden wir gleich reden. Wir gehen jetzt in eine Werbepause. Kommen zurück und dann möchte ich zunächst einmal ein bisschen über Ihr spannendes, bewegtes, zum Teil sehr, sehr dramatisches Leben sprechen. Willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24 TV und liebe User und Userinnen
von OE24.at, von denen wir wissen, wie sozusagen in hoher Zahl sie schon beim Duell Strache-Klawischnik gestreamlined haben. Das waren damals über 100.000, also eine ganz tolle Streamline-Zahl. Willkommen zurück. Ich will mit Ihnen ein bisschen über Ihr Leben reden. Und ich glaube, dieses Leben ist auch symbolisiert durch ein Video, das ich bitten würde, dass wir uns jetzt kurz anschauen. Bitte. Hoch oben in den Lüften schwebte Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer am Donnerstag über der Steiermark. Nicht nur im Wahlkampf versucht sich der freiheitliche Kandidat in neuen Höhenflügen. Der begeisterte Flieger ging in Bad Blumau erstmals via Heißluftballon in die Luft. Ausgezeichnet. Tolle Aussicht, Inversionswetterlage, also eine schöne Sicht jetzt. Und es ist beim Ballonfahren irrsinnig ruhig und man kann sich anschauen, wie schön es hier ist. In der Thermenregion der Steiermark fuhr Norbert Hofer auch über jene Stelle, an der er vor 13 Jahren beim Paragleiten abstürzte und schwerste Verletzungen erlitt. Ja, das war und das ist vorbei. Also, mir geht's ganz normal. Ich bin gerne in der Luft, immer noch. Und habe auch vor, wenn jetzt dann der 2. Oktober da war, wieder meinen Flugschein zu aktivieren und einen Gyrocopter-Schein zu machen. Und ich freue mich drauf. Nach dem Höhenflug bis auf 2000 Meter landete der Präsidentschaftskandidat sanft in einem Sonnenblumenfeld. Und sollte es am 2. Oktober nichts werden mit dem Titel österreichischer Bundespräsident, so ist Norbert Hofer zumindest der Adelstitel sicher. Graf Norbert. Du bist ab heute in unserem Kreise der Graf Norbert, im Blick bis in die Heimat auskostender Edelmann zu den Luftgütern der Steiermark. Ich werde es auswendig lernen. Danke. Jetzt weiß ich, dass ich Sie eigentlich als Graf hätte ansprechen müssen heute. Aber von diesem kleinen Scherz einmal abgesehen, kann man sagen, mein Gott, na, heutzutage steigt jede Oma in so einen Hatschi-Patschi-Luftballon. Aber für Sie, glaube ich, war das schon was Besonderes. Denn es war, glaube ich, zum ersten Mal, dass Sie wieder so hoch oben waren seit einem sehr einschneidenden Erlebnis in Ihrem Jahr, oder? Sind Sie da schon geflogen seither, seitdem das passiert ist? Ich bin schon geflogen. Ja. Und zwar relativ bald nach meinem Absturz. Weil es ist so wie beim Eislaufen, wenn man einmal einbricht, dann muss man auch bald wieder aufs Eis. Und war es noch eine Überwindung, da einzusteigen? Nein, da überhaupt nicht. Aber bei meinem ersten Flug war es schon so. Da waren die ersten paar Sekunden schon etwas eigenartig, aber ich glaube, ich habe alle Unfälle meines Lebens gehabt. Wenn wir kurz über Ihr Leben sprechen. Sie sind Burgenländer, ja? Insofern nehme ich an, auch ein Fan der rot-blauen Koalition im Burgenland. Ich war bei den Regierungsverhandlungen dort mit dabei und es funktioniert sehr gut. Und ich hoffe, dass die nächsten Jahre für das Burgenland auch Positives bringen. Und waren dann ein Flugzeugtechniker? Das heißt, Sie können mir genau erklären, wie man sowas zusammenbastelt, auseinandernimmt und was man mit so einem Flugzeug alles anfangen kann, richtig? Richtig. Und sind ein technisches Genie oder wie soll man das bezeichnen? Nein, überhaupt nicht. Also ich war Triebwerkstechniker, um es ganz genau zu sagen. Also ich habe Flugtechnik gelernt, habe mich dann auf Triebwerke spezialisiert und habe auch Wartungslizenzen dann dazu noch gemacht für Triebwerke der Firma Pratt & Whitney für die Boeing 767 oder für CFMI-Triebwerke von der Boeing 737 und habe das sehr gern gemacht. Also eigentlich waren Sie ein Fliegerfan? Bin ich immer noch, ja. Und dann sind Sie irgendwann auf die verrückte Idee gekommen, wo man sagt, vielleicht der eine oder andere, Paragleiten als Hobby zu haben, ne? Naja. Wie war das? Das war richtig Ihr Hobby oder da sind Sie regelmäßig geglitten durch die Lüfte? Also ich habe begonnen mit 17 Jahren, habe ich meinen Flugschein bekommen. Ja. Segelfliegen, Motorsegeln, Kunstflugschein, Hängegleiten, dann Paragleiten. Und ich hatte halt das Pech, dass bei einem ganz normalen Flug mit dem Paragleiter es in geringer Höhe, das war noch einmal Pech. Das war 2003 und wo genau? Das war am Stubenbergsee, am Kulm. Eine sehr und da sind Turbulenz. Sie abgesprungen von einem Berg? Vom Berg gestartet, geflogen und dann aber leider in nur 15 Meter Höhe eine Turbulenz. Wenn man weiter oben ist, dann kann man den Rettungsschirm ziehen oder den Schirm wieder nach offen bekommen, aber in 15 Meter Höhe geht gar nichts. Und es war wirklich freier Fall. Und wer schon mal gesprungen ist vom 10-Meter-Turm im Freibad, weiß, 15 Meter ist dann doch hoch. Man schlägt mit etwa 60 km/h auf und dann war es geschehen. Dann ist was passiert.
Dann hat es zuerst geheißen, ich überlebe es nicht. Dann hat es geheißen... Das haben Sie mitbekommen? Oder da das haben Sie mir danach erzählt. Dann. Ja, Sie waren bewusstlos? Ich war kurz bei Bewusstsein noch und bin dann bewusstlos geworden. Mhm. Dann war der Befund Querschnittlähmung komplett. Und nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, im Rückenmark ist noch ein bisschen etwas da, das kann man trainieren. Und da war ich dann ein halbes Jahr auf Reha am Weißen Hof in Klosterneuburg und habe dort brav trainiert, um wieder auf die Beine zu kommen. Ist eigentlich ein kleines Wunder, ne? Ja, ist ein Wunder. Und ja, ich freue mich, dass es möglich ist. Ich weiß schon, ich gehe nicht sehr elegant, aber ich kann gehen. Und Sie konnten ursprünglich überhaupt nicht gehen. Also Sie haben sich bereits abgefunden gehabt damit, im Rollstuhl den Rest Ihres Lebens zu verbringen. Wobei ich Ihnen sagen muss, das ist etwas, wo... Ich weiß, für jemanden, der noch nicht im Rollstuhl gesessen ist, klingt das sehr hart, aber auch das Leben im Rollstuhl ist sehr, sehr lebenswert. Also man gewöhnt sich sehr schnell daran. Sie sind ja halbes Jahr im Rollstuhl gesessen, mehr oder weniger, ne? Ich bin im Rollstuhl gesessen, nicht das ganze halbe Jahr, aber es hat mir danach gesagt, ich werde kleine Strecken wieder gehen können, aber man kann im Rollstuhl alles machen. Also ich kann Gehsteckkanten hinaufspringen mit dem Rollstuhl, ich kann Stufen hinunterspringen. Ich habe Rollstuhl Basketball gespielt. Ich kann auf zwei Rädern balancieren, wenn Sie wollen, eine Stunde lang mit dem Rollstuhl. Ja. Mhm. Also es gibt ganz viel und man kann sein Leben normal leben. Es ist möglich. Und dann war das einfach Glück oder Gottesfügung oder Ihre Disziplin, Ihr Training? Was hat Sie da wieder zurück zu den Gesunden gebracht, wenn man so sagen kann? Na, gesund sind auch behinderte Menschen. Das muss man wirklich unterscheiden. Aber dass ich wieder gehen kann, das ist erstens das Glück, das im Rückenmark noch ein bisschen ist. Das ist ein sehr schöner Satz übrigens. Ja. Den sollten Sie sich in der Hofburg sozusagen als Motto nehmen. Gesund sind auch behinderte Menschen. Gut, aber? Ja. Mhm. Also im Rückenmark war noch etwas da. Dann eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin, eine gute Trainerin, ein gutes Team am Weißen Hof. Und dann vor allem, das hat mir so geholfen, ich habe mir zu Hause dann nach 6 Monaten ein Laufband gekauft und habe dort begonnen mit 1,0 km/h zu trainieren, beide Hände abgestützt und dann irgendwann 1,1 km/h, 1,2 km/h. Also war schon sehr viel Disziplin und sehr viel Willen dabei wahrscheinlich. Zu Hause noch 6 Stunden täglich, bin aber dann schon nach wenigen Wochen wieder auch in den Beruf eingestiegen, habe dann nur mal jeden Tag 3 Stunden trainiert. Aber Sie gehen ja nach wie vor mit einem Stock. Ja, aber privat habe ich ihn schon weg, also privat gehe ich ohne Stock. Aber wenn ich dienstlich unterwegs bin, da ist es klar, da nehme ich ihn mit, da muss ich oft sehr, sehr lange stehen, auch in Menschenmengen. Und da ist der dieser Wahlkampf muss ja für Sie ein ungeheures Strapaz sein. Ich habe mir das auch gedacht am Anfang, gedacht, das wird hart, aber in Wirklichkeit hat mir das sehr gut getan. Also ich gehe sehr viel, ich stehe sehr viel, ich habe 10 Kilo abgenommen, das tut mir auch sehr gut. Mhm. Und viele meiner Freunde sagen, du schaust richtig erholt aus. Also Sie nehmen das als eine Art Physiotherapie? Ja, eine sportliche Herausforderung. Ja, gut. Und, aber irgendwie geht schon ein bisschen an die Schmerzgrenze, oder? Ich habe Sie schon ein paar Mal erlebt, spät am Abend. Natürlich. Da hat man schon gemerkt, da müssen Sie sich irgendwie zwingen, da jetzt noch zu lächeln. Ja, natürlich, wenn es ein sehr anstrengender Tag ist. Man hat ja unglaublich viele Termine. Wird man einfach müde am Abend, so wie jeder andere Mensch auch. Und ja, aber das ist alles. Sie sind ja auch zu ein paar Feiern nicht erschienen, weil man irgendwie das Gefühl gehabt hat, Sie können nicht mehr. Na, die Feiern, Sie meinen es die Wahlfeier. Unter anderem, ja. Nein, ich war schon, ich gehe gerne nach Hause. Also ich bin eher so der Mensch, der sich im Stillen freut. Also wenn es ein gutes Ergebnis gibt und wirklich alle so in Feierstimmung sind, dann habe ich am liebsten, wenn ich mich zurückziehen kann und darüber nachdenken kann. Das ich ist so meine kurz Art, mich zu freuen. Über Ihre politische Laufbahn sprechen. Mhm. Weil Sie waren ja eigentlich ein unpolitischer Mensch, ein ganz unbedarfter Flugzeugtechniker, wenn man so sagen darf. Na, unpolitisch Freunde nicht. Freunde von Ihnen sagen damals, Sie haben ganz andere Interessen gehabt als die Politik. Und dann sind Sie offenbar irgendwie zu der Zeit, als der Jörg Haider aufgekommen ist, ein Wutbürger geworden. Sehe ich das richtig? Ein Wutbürger war ich nie. Naja, schon sondern ein bisschen. Jemand, der... Na, vielleicht darf ich kurz aus. Mein Vater war eben in der Kommunalpolitik tätig. Das heißt, Politik war immer ein Thema. ÖVP-Gemeinderat. Ja. Später dann bei den Freiheitlichen. Mhm. Ja. Aber ich war zuerst bei der FPÖ. Mhm. Und als ich dann bei dieser Fluglinie war, haben wir gedacht, mein Gott, bei uns war Politik immer ein Thema, nicht Parteipolitik. Ich würde gerne auch etwas tun. Und habe mich dann nach reiflicher Überlegung einfach gemeldet. Bei den Freiheitlichen und gesagt, das ist, glaube ich, meine Richtung. Aber ich wollte nie Politiker werden. Ich habe gedacht, ich helfe irgendwie mit als Mitglied. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal
Nationalrat werde oder Nationalratspräsident. Oder aber Sie sind Jetzt wegen Jörg Haider in die FPÖ eingetreten oder aus Protest oder warum? Weil nein, das war für einen Burgenländer ja nicht unbedingt der Gmati Wiesn in die FPÖ zu gehen. Naja, aber genau das in Burgenland war es eben. Gerade rasend stark. Ja, ja, genau. Ja. Also wenn man damals in Burgenland der FPÖ beigetreten ist, konnte man sich keine Vorteile erhoffen. Ja. Das war eher ein heftiger Nachteil. Aber es war irgendwie so, wissen Sie, es war das Land streng aufgeteilt, rot und schwarz. Also war es Protest oder war es Hoffnung? Es hat mich nicht interessiert. Ich wollte zu einer Partei gehen, die etwas anders und neu macht und versucht, diese Strukturen zu verändern. Und das hat mich sehr begeistert. Und wann haben Sie dann HC Strache kennengelernt? Das war viel später. Weil Sie waren ja mit ihm dann eigentlich auf der Seite derjenigen, die den Haider weggeputscht haben. Ja, ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, als die FPÖ... Haider-Fan waren Sie nie, oder? Ich habe mit Haider wenig Kontakt gehabt, weil ich ja damals nur ein kleiner Funktionär war. Strache-Fan aber schon. Aber ich finde schon, dass man kann nicht sagen, dass Haider alles falsch gemacht hat. Er hat viele Dinge wirklich toll gemacht, das möchte ich schon sagen. Man täte ihm Unrecht, wenn man sagt... Aber Strache-Fan waren Sie schon? Ja, weil Strache hat es geschafft. Ich war auch ein Fan von Haider natürlich. Er hat ja viele Dinge gut gemacht. Aber mehr Strache Einige als Dinge nicht gut gemacht. Im Rückblick gesehen. Ja. Es war dann eine andere Zeit, weil in der Zeit von Haider war ich ein kleiner Funktionär und mit Heinz-Christian Strache gemeinsam. Und was gefällt Ihnen am HC Strache so gut? Dass er das, was er tut, wirklich aus innerster tiefe Überzeugung macht. Also wenn Sie jetzt mit ihm reden über ein Thema, das in ihm brennt, ja, das merken Sie auch. Ja. Das ist nicht jemand, der jetzt irgendwie da die Dinge irgendwie laufen lässt. Nein, er brennt für dieses Thema. Und ein Politiker, der etwas erreichen will, der braucht auch eine ganz, ganz tiefe innere Überzeugung. Aber Sie sind ja eigentlich der Gegenpol zu ihm, ne? Also wir sind insgesamt sehr unterschiedlich. Strache, Kick und ich. Ja. 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 Und deswegen funktioniert es auch so gut. Weil er ist eigentlich der Böse und Sie sind irgendwie der nette Lulatsch, oder wie man das nennt. Nette Lulatsch ist er. Ja, oder wie immer man das halt bezeichnet. Das Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört. So irgendwie in der Art, ne? Also erstens mal, er ist nicht böse. Ja. Er ist natürlich der Chef der größten Oppositionspartei und macht Oppositionspolitik. Ja. Ich bin dritter Präsident des Nationalrates und habe dort die Funktion, Brücken zu bauen. Aber ist schon auch eine Frage des Naturells, oder? Ja, mir liegt das Sie natürlich so mehr. Der Strache wahrscheinlich also ich wäre wahrscheinlich oder? Als kein guter Chef der größten Oppositionspartei. Das ist richtig. Es gibt andere Aufgaben, die mir mehr liegen. Wie werden Sie denn als Präsident sein? Ja, so wie Sie mich jetzt auch erleben. Was heißt das? Das heißt, ich werde auch unkonventionell sein. Ja. Ich werde versuchen, positiv zu motivieren. Ich möchte geradlinig sein. Das ist mir werden wichtig. Sie eine Dienstvilla nehmen? Ich werde eine Wohnung benötigen. Mhm. Wobei ich es so machen werde, dass ich insgesamt der öffentlichen Hand weniger koste, weil Mürzsteg möchte ich gern für touristische Zwecke nutzen lassen. Das heißt, wir haben jetzt Ausgaben für Mürzsteg. Also das wollen Sie verkaufen? Nein, nicht verkaufen, verpachten. Verpachten, gut. Weil ich denke, Mürzsteg kostet jetzt, ich glaube, etwa 30.000 Euro im Monat. Und an wen wollen Sie es verpachten? Na, das muss man ausschreiben. Ein Betrieb, der dort also in irgendeine Hotelkette oder so. Touristisch aktiv werden will, dann hat auch die Region mehr davon. Dann sind dort Gäste, die kaufen dort ein. Und die Hofburg wollen Sie wieder ein bisschen beleben, weil ich habe den Heinz Fischer, ist mir deshalb ja sehr böse, immer als obersten Schlafwagenschaffner dieser Nation bezeichnet. Das dürfen das Sie sagen. Ihnen, das ist Ihnen schon klar, dass das eigentlich ja ein Job ist, wo man das Gefühl hat, der schläft in der Hofburg. Naja, also ich glaube, da tut man dem Heinz Fischer auch ein Nein, bisschen Unrecht. Nein, ich meine, auch bei Ihnen hat man vielleicht das Gefühl, Sie schlafen Nein, das dort, weil der nicht. Job einfach so das ist. Das hoffe ich nicht. Nein. Was werden Schauen Sie machen, dass man nicht das Gefühl hat, dass Sie dort schlafen? Was kann man tun? Also erstens einmal geht es mir gar nicht so um die Hofburg, sondern es geht mir darum, dass der Präsident auch sehr, sehr viel unterwegs sein muss. Für mich heißt das, wenn ich sehe, es gibt Probleme in der heimischen Wirtschaft, es gibt Probleme bei der Landwirtschaft, wo also die kleineren Betriebe immer öfter zusperren müssen und dieses Bashing in Richtung also Landwirte immer schlimmer wird, dann rausgehen. Fahre ich zu einem Landwirt, dann nutze ich auch diese mediale Aufmerksamkeit, um klar zu zeigen, dass wir genau diese Landwirte brauchen, weil sonst ist Österreich nicht selbstversorgungsfähig. Mhm. Oder viele KMUs, die sagen, wir können keine Mitarbeiter mehr anstellen. Mhm. Pflegeheime, Pflegebetriebe, die nicht wissen, wie es weitergeht. Also genau da muss der Präsident hin, um ein positives Signal zu setzen. Wir sprechen gleich weiter über das, was Sie in der Hofburg politisch tun werden. Mhm. Ja? Und ich denke mir, das wird spannend. Sehr gleich nach der Werbepause. Ja, willkommen zurück, liebe OE24 TV-Zuseherinnen und Zuseher.
und liebe OE24.at-User und Userinnen zu einer spannenden Diskussion, die eigentlich fast spannender ist, als das Duell gewesen wäre. Also ich darf aber vielleicht jetzt noch dazu sagen, für diejenigen, die erst jetzt eingeschaltet haben, es hätte hier ursprünglich eigentlich das entscheidende Wahlduell sein sollen, 3 Tage vor der Wahl, und dann kam die Wahlverschiebung und noch einmal um 2 Monate, und jetzt sitzen wir 2 da. In 2 Wochen sitze ich mit dem Herrn Van der Bellen da, und in 2 Monaten erst werden wir gemeinsam da sitzen zum dann spannenden Endduell um die Wahl. Herr Hofer, darf ich vielleicht jetzt nach diesem sehr netten Einstieg, wo Sie wirklich als Nice Guy rübergekommen sind, einmal zum Bad Guy kommen und ein bisschen härter fragen? Ja? Sie werden ja eigentlich von vielen Medien als Rechtsradikaler dargestellt. Ich war bei CNN in London, habe ich gesagt, if the green guy wins, it's not very interesting, but if the Nazi guy wins, we really will make it big. Ja? Das heißt, da wartet sozusagen die ganze Welt darauf, Sie ins Nazi-Eck stellen zu können. Wenn Sie gewinnen, ist Ihnen das bewusst? Das ist etwas sehr Negatives, weil es gibt nichts Schlimmeres, was man einem Menschen antun kann, als ihn als Nazi zu bezeichnen. Das waren Mörderbanden, die für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich sind, darunter viele Kinder. Und natürlich tut das dann besonders weh. Und ich habe keine Freude damit, das können Sie sich vorstellen. Aber dass Sie als Rechtsradikaler immer wieder bezeichnet werden, von der Frau Klawischnik abwärts, das ist Ihnen schon bekannt. Ja, die Frau Klawischnik, wissen Sie, das ist ein politischer Mitbewerber, der halt natürlich versucht, damit Stimmung zu machen. Aber ich bin kein Radikaler, überhaupt nicht. Ein paar ungeschickte Aktionen haben Sie schon gesetzt, zum Beispiel, dass der Herr Schimanek sozusagen in Ihrem Betreuerteam ist, der früher doch einmal in der Neonazi-Szene tätig war. Ist das gescheit? Ich meine jetzt ganz ehrlich gefragt. Naja, da wird auch immer wieder der eine Schimanek mit dem anderen verwechselt. Sind Brüder, muss man dazu sagen. René, der eine war ein Redelsführer, der andere angeblich nichts, aber René trotzdem gibt es Fotos. Ist jetzt seit vielen Jahren als Mitarbeiter aktiv. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie er ist, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und ich denke mir einfach auch, es darf in Österreich keine Sippenhaftung geben. Schauen Sie, beim Grünen Club ist, glaube ich, ein Mitarbeiter der Startblatt. Ja. Also es kommt darauf an, dass jemand seine Arbeit gut macht und auch als Mensch in Ordnung ist, und Sippenhaftung darf es nicht geben. Und dass Sie als Rechtsradikaler bezeichnet werden? Was tut man da dagegen? Weil Sie müssen ja eigentlich unser Image im Ausland bewahren. Also ich stelle und fest, das Letzte, was wir brauchen können, ist ein Nazi-Guy, um jetzt mit CNN zu sprechen. Und Sie haben ja gerade ein Time-Cover produziert, The New Right. Jetzt muss man Ihnen gratulieren, dass Sie in Time am Cover sind. Aber der Artikel ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, das ist jetzt ein super Kompliment für Österreich. Es wird ja versucht, damit Politik zu machen, weil wir hatten ja auch schon eine rot-blaue Regierung. Als wir die schwarz-blaue Regierung hatten, haben wir auch versucht, im Ausland das so darzustellen, als wäre das etwas ganz, ganz Fürchterliches. Ich glaube, auch Van der Bellen hat sich damals nicht wirklich gewehrt gegen die Sanktionen gegen Österreich, wenn ich das so höflich ausdrücken darf. Aber dann hat man gesehen, das ist alles nicht wahr. Und ich kann ja auch nur beweisen durch meine Tätigkeit, dass das nicht wahr ist. Ich bin jetzt schon einige Jahre im Nationalrat. Ich bin schon einige Jahre 3. Präsident des Nationalrates. Die Menschen kennen mich und ich bin überhaupt kein radikaler Mensch. Also Sie haben keine Angst, dass Sie dann nicht eingeladen werden nach Deutschland oder nicht eingeladen werden nach Israel oder nicht eingeladen werden nach Italien zum Renzi oder so? Nein. Diese Angst haben Sie nicht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt und nicht. Sie haben auch keine Angst, dass wir dann sozusagen als Naziland dastehen, wenn wir Sie als Präsidenten haben? Nein, überhaupt nicht, sondern schauen Sie, genauso wie könnte man sagen, ja, es wird jemand Präsident, der die Kommunisten unterstützt hat, zu einer Zeit, als diese Ungarn und die Tschechoslowakei überfallen haben. Auch das wäre nicht fair. Ja? Sondern man muss beweisen mit seiner Amtsführung, mit seiner Tätigkeit, dass man besonnen ist, dass man auch weltoffen ist, Kontakte sucht, auch für unsere Wirtschaft. Und man kann überzeugen. Also bei den Auslandskontakten, die ich habe, und ich habe viele, steht man mit offenen Armen da und sagt... Ja, aber das sind schon sehr eigenartige Freunde, wenn ich das sagen darf. Also die Frau Le Pen als Freundin ist jetzt ja nicht gerade ein Ruhmesblatt. Na schauen Sie, Präsident Seemann ist jetzt... Orban ist jetzt auch nicht gerade der größte Sympathieträger in Europa, würde ich mal sagen. Orban
ist in einer Fraktion mit der ÖVP, in der FVP auf europäischer Ebene und hat aus meiner Sicht das getan, was er tun musste, nämlich die Schengen-Außengrenze sichern. Und Präsident Seemann, wo ich jetzt war, ist also kein rechter Politiker, sondern ein linker Politiker. Also hier Angst zu haben, dass und die Marine Le Pen, würden Sie auch als Linke bezeichnen oder die ist schon ein Rechtsradikal? Nein, das ist schon eine rechte Politikerin, ja, das ist zweifellos so. Aber Seemann ist ein Linkspolitiker. Aber Marine Le Pen? Ist eine Rechtspolitikerin. Und gehe ich richtig in der Annahme, weil viele ausländische Beobachter sagen, ja, wenn Sie gewählt werden, dann ist das ein Zeichen, dass auch Le Pen gleich als Nächste kommt, etc., etc. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Ihnen nichts lieber wäre, als mit Marine Le Pen dann die EU zu reformieren? Also ich glaube, da wird viel zu viel hinein interpretiert. Wer bei uns die Wahl gewinnt, hat keinen Einfluss, oder das hat keinen Einfluss darauf, ob in einem anderen Land jemand aber die Sie Wahl finden, gewinnt oder verliert. Aber Sie finden, dass die Marine Le Pen eine tolle Frau ist, oder? Marine Le Pen ist für mich in vielen Bereichen eine sehr überzeugende Politikerin. In Fragen der EU-Politik vertrete ich nicht ganz ihren Standpunkt, sondern ich sage, die Union hat noch ganz viele Chancen. Wir müssen wirklich versuchen, sie zu reformieren, sie besser zu machen. Mhm. Und ich hoffe, dass das auch gelingen wird. Mhm. Was würde denn Ihre Schritte sein in der EU-Politik? Wäre denkbar, dass Sie dafür wären, dass es in Österreich eine Abstimmung darüber gibt, ob wir in der EU bleiben sollen oder nicht? Also am wichtigsten wäre mir bei der EU-Politik, dass wir uns Partner suchen. Ich kann mich erinnern, als wir beigetreten sind, hieß es gemeinsam statt einsam. Diesen Slogan haben wir alle noch im Kopf. Jetzt haben wir aber die großen Player, Deutschland, Frankreich, früher die Briten. Dann haben wir die Benelux-Staaten. Und Österreich hat keine wirklich starken Partner. Und für mich wäre das Modell Visegrad Plus ein interessantes, weil wir dann vor wichtigen Abstimmungen im Rat uns auch koordinieren können und Österreich auch wichtige Partner gewinnen würde. Und dafür da würde ich dann mich mit gerne den Polen, einsetzen. Den Tschechen und den Ungarn sozusagen in einem Kammerl. Und für mich wäre Visegrad Plus interessant, Kroatien, Slowenien, und das wäre kein Kammerl, das wäre ein mächtiger Raum. Aber da sind dann alle Flüchtlingshasser Europas wunderschön vereinigt. Nein, ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass hier Länder sind, die aufgrund ihrer leidvollen Erfahrung in der Vergangenheit auch wissen, dass man Humanität und Vernunft doch unter einen Hut bringen muss. Wenn wir so weitermachen wie bisher und sagen, wir kontrollieren die Grenzen nicht und jeder, der kommt, bekommt sofort die Mindestsicherung und alles ist in Ordnung, dann wird es Österreich in dieser Form in einigen Jahren nicht mehr geben. Aber Sie waren jetzt bei Zeman und der vertritt ja die Meinung, er will in der Tschechei überhaupt keinen Flüchtling haben. Weil er der Meinung ist, damit beginnt die Islamisierung und die islamische Unterwanderung der Tschechei mit dem ersten Flüchtling, der reinkommt. Sind Sie auch dafür, dass es in Österreich null Flüchtlinge geben soll? Null Nein, Flüchtlinge natürlich nicht, geben soll? Natürlich nicht. Aber schauen Sie, diese Länder haben mit ihrer kommunistischen Vergangenheit eine völlig andere Geschichte als wir. Die haben dort Fürchterliches erfahren und sind jetzt besonders vorsichtig, indem ihnen wieder etwas aufgezwungen wird. Und da sind diese Länder sehr, sehr empfindsam. Und vor allem auch dann, und das verstehe ich, wenn uns versprochen wird. Aber wie schaut denn Ihre Flüchtlingspolitik aus? Wenn uns versprochen wird, dass die Schengen-Außengrenze gesichert ist. Und für mich es sind folgende Punkte wichtig. Eben Sicherung der Schengen-Außengrenze. Es muss an das der heißt Außengrenze... Aber dann null Flüchtlinge bei uns. Nein, es muss Weil an der Außengrenze... Wenn Sie die Außengrenze dicht machen, dann ist Schluss mit. Nein, sie muss kontrolliert sein. Ja? Nicht hermetisch abgeriegelt. Aber ich muss wissen, wenn jemand die Grenze überquert, wer ist das? Die Leute verlieren ihren Pass, aber also das Sie würden nicht. Welche hereinlassen? Sie würden zwar abriegeln, aber welche hereinlassen? Genau, und da muss Wie ich feststellen... Wie viele würden Sie hereinlassen oder wen würden Sie hereinlassen? Ich muss erst feststellen, ist das wirklich ein Asylberechtigter? Hat er Möglichkeit auf Asyl? Also nur Kriegsflüchtlinge würden Sie hereinlassen? Asyl ist ein höchstpersönliches Recht. Wenn jemand aus einem Kriegsland kommt, heißt das noch lange nicht, dass er Recht auf Asyl hat. Asyl heißt, man muss höchstpersönlich verfolgt sein, sonst werde man subsidiär schutzberechtigt. Und das ist eine dass zweite Aleppo Schiene. Zerbombt ist, reicht nicht. Sie meinen, ist, dann sollte er halt zurückfahren. Das ist schlimm genug. Ja. Aber das Signal zu setzen und zu sagen, kommt zu uns. Und warum kommen so viele nach Österreich, Deutschland, Schweden? Weil hier die Unterstützung besonders stark also ist. Also Ihr Punkt ist, es sollen nur Ausgewählte
Kriegsflüchtlinge, also politisch verfolgte Kriegsflüchtlinge nach Österreich kommen, die nachweisen können, dass sie selber politisch verfolgt sind. Dort, wo und es die sollen dann aufgeteilt werden oder wie stellen Sie sich das vor? Also Schengen-Außengrenze kontrollieren, dort feststellen, hat diese Person Recht auf Asyl, ja oder nein? Weil es kann nicht sein, dass jemand 5 sichere Staaten durchquert und dann dorthin reist, wo es eben Mindestsicherung gibt oder eine andere Form der Unterstützung. Das ist für mich... Also aufgeteilt sollen sie werden. Ja, aber zuerst muss das System funktionieren. Das haben Sie dem Herrn Zehmann auch schon beigebracht, dass dann aufgeteilt wird, weil das ist ja dann eine große Herausforderung für Sie als österreichischer Bundespräsident. Wissen Sie, es würde funktionieren, wenn die Länder die Sicherheit hätten, dass die Grenze wirklich, die Schengen-Grenze wirklich kontrolliert ist. Ich verstehe Zehmann, ich verstehe Orban, die sagen, Moment, das funktioniert nicht. Wie viele kommen denn da Ihrer Meinung nach dann herein? Weil ich kenne Sie als sehr, sehr peniblen Politiker, als zahlenorientierten Politiker, also Sie haben sicherlich schon mal darüber nachgedacht, wie viel kommen dann herein, wenn das also so ist, dass nur noch die politisch Verfolgten herein dürfen? Wie viel wären das dann in Summe? Wir haben uns auch im Rahmen der Regierungsverhandlungen in Burgenland einen Gedanken darüber gemacht, wie viele Flüchtlinge verträgt denn eigentlich so eine Gemeinde? Mhm. Und wir haben gesagt, etwa 1% der Bevölkerung, da funktioniert es. Mhm. Und das ist für mich so in etwa die Grenze, wo ich sage, das funktioniert. Das wären 80.000 in Österreich. Genau. Die sind Ihrer Meinung nach erreicht? Die sind aus meiner Sicht erreicht. Das heißt, es müssten eigentlich welche raus? Sie sind ja der Meinung, es sind 140.000. Es müssen jene raus, die nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Sind Sie so wie Hatzi Strache der Meinung, dass 140.000 Flüchtlinge in Österreich sind und nicht 37.000? Es sind viele, die nicht registriert sind. Wir kennen die genauen Zahlen nicht. Aber wir haben Platz für Menschen, wenn jetzt diese Menschen, die nicht wirklich Recht auf Asyl haben, sondern Wirtschaftsflüchtlinge sind oder eher eigentlich Sozialflüchtlinge, denn in die Wirtschaft fahren sie nicht ein, sondern ins Sozialsystem, auch konsequent nach Hause reisen, damit echte Asylwerber also auch Platz konsequente haben. Abschiebung. Ja, richtig. Und wie würden Sie da jetzt als Bundespräsident agieren? Der Bundespräsident steht im engen Kontakt mit der Bundesregierung und muss darauf pochen, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Das heißt, dass wenn jemand sich illegal in Österreich aufhält, dass er dann das Land verlassen muss. Und es muss auch klargestellt sein, und das würde ich gerne besprechen mit der Bundesregierung, dass wir nicht die falschen Signale setzen dürfen. Ich bin dafür, dass im Bereich Asyl es vor allem Sachleistungen gibt bei der Unterstützung. Und im Bereich der Zuwanderung klar ist, es gibt einfach Kinderbetreuungsgeld und Mindestsicherung erst nach einiger Zeit Berufstätigkeit in Österreich, damit der Zugriff auf diese Leistungen eben nicht sofort möglich ist. Das können Sie sich aber nur vom Christkind wünschen. Es sind Transferleistungen und keine Versicherungsleistungen. Nein, ich meine, aber als Bundespräsident können Sie sich das nur vom Christkind wünschen, weil das geht Sie eigentlich nichts an. Aber diese Debatte findet in Österreich Gott sei Dank bereits statt. Und diese Wahl am 4. Dezember wird eine Richtungsentscheidung. Welche Form der Politik soll die Bundesregierung in Zukunft machen? Gewinnt der grüne Kandidat, wird es sehr stark an grüner Gesellschaftspolitik angelehnt sein. Gewinne ich, wird es aus meiner Sicht ein Modell der Vernunft sein. Das heißt, Reduzierung der Flüchtlinge um wie viele? Das heißt, vernünftige Ausländerpolitik. Das heißt nicht für mich, dass wir unmenschlich sein sollen. Nein, wir sollen helfen, aber es kann nicht sein, dass das Recht auf Asyl missbraucht wird. Ich sage noch einmal, für mich ist dieser Wert 1% der, wo es funktioniert. Klar. Aber echte Asylberechtigte und nicht Menschen, die dieses Recht auf Asyl ausnutzen. Aber diese 80.000, beziehen Sie das jetzt auf die Flüchtlinge, die hereinkommen oder auf alle, die schon da sind oder überhaupt auf alle Ausländer im Land? Das ist für mich der Asylbereich. Ausländer haben wir wesentlich mehr. Und wie viel Asyl haben wir insgesamt im Land, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, dass wir etwa, ich sage nochmal, diesen 1% Wert gut verkraften und... Aber wie viel haben wir derzeit? Das ist eine sehr wichtige Frage. Na, wir haben im vorigen Jahr 90.000 aufgenommen. Ja. Und wie viel sind es jetzt nach Ihrer Zählung oder nach Ihrer Schätzung? Schon etwa 150.000 sein. Gut, und 80.000 wollen Sie nur haben. Und das heißt, 70.000 müssten eigentlich zurückgeschickt werden. Und dann darf niemand mehr herein. Verstehe ich das richtig? Nein, so können wir das nicht sagen. Das wäre wie soll man das dann machen? Ja? Ich sage, es ist das Modell, das funktionieren würde. 1%. Dann kann man auch die Menschen bestmöglich versorgen. Aber ob das jetzt da vielleicht einmal um 500 mehr sind, ja, oder einmal um 1.000 mehr, darum geht es mir nicht. Also ja, wenn es um 70.000 mehr sind, das sind ja nicht 500. Wenn es 70.000 mehr sind, müssten dann Sie ja sein. Dann funktioniert nicht mehr. Liebe Bundesregierung, nicht mehr, ja. Wieder mal bei einem Tee, um mit Ihnen zu sprechen, müssten Sie dann der Bundesregierung sagen, hallo,
wir müssen da 50.000 abschieben. Ist das, wird das eine Ihrer ersten These sein in der Hofburg, nein, dass Sie denen sagen, 50.000 Flüchtlinge abschieben bitte? Nein, so einfach ist es nicht. Sondern? Aber die Menschenrechtskonvention sagt uns auch, schreibt uns nicht vor, dass wir jeden aufnehmen müssen. Es gibt einfach auch das Recht der Menschen in diesem Land, auch selbst so viel machen zu können, dass es noch verkraftbar ist. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Also human einerseits, aber auch vernünftig. Anders wird es nicht funktionieren. Wir reden gleich weiter, was Sie als Präsident alles tun werden. Ich darf ja nicht mehr sagen, Sie werden sich noch wundern, weil Sie haben gesagt, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Aber was wird ein Präsident Hofer an Österreich verändern? Darüber reden wir gleich nach der Werbepause. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV und liebe User und Userinnen von OE24.at. Ich freue mich über alle, die via Kabel und SAT zuschauen. Und ich freue mich besonders über alle, die über Handy oder PC oder Tablet streamingmäßig zuschauen. Wir haben eine Umfrage bei Gallup in Auftrag gegeben, um zu wissen, wie steht es eigentlich derzeit. Und ich darf mal die erste Grafik aufrufen. So sieht es aus, wenn gewählt würde derzeit. Und zwar ist das ein hauchdünner Vorsprung für Hofer. Das heißt, es hat sich um ein Eizerl umgedreht. Sie führen jetzt mit 51% zu Van der Bellen mit 49%. Wer allerdings die Unschärfen dieser Umfragen kennt und die Bandbreite, weiß, das ist zum Krähenreiben. Es ist eigentlich Kopf an Kopf. Too close to call, würden die Amerikaner sagen. 50-50 im weitesten Sinn, aber mit einem leichten Vorteil für Sie. Wenn wir die nächste Grafik abrufen, sehen wir auch gleich warum. Weil es ist die Frage gestellt, wem schadet die Verschiebung? Und komischerweise schadet sie laut Gallup dem Alexander Van der Bellen ein bisschen mehr als Ihnen. Also Sie sind da, liegen da etwas besser. Und auch wenn man die Stimmung abfragt, ist die Stimmung bei Ihnen um ziemlich genau diese 1-2 Prozentpunkt besser als beim Van der Bellen, ist nicht viel. Dann haben wir gesagt, wie schaut's aus mit den Persönlichkeitsprofilen? Das ist durchaus interessant, weil das zeigt sozusagen die Art und Weise, wie die Österreicher sie beide einschätzen. Politische Erfahrung führt Van der Bellen gegen sie haushoch. Ja? Vertretung im Ausland, fast genauso riesengroßer Vorsprung für Van der Bellen. Besser für Österreich, finde ich sehr spannend. Beide gleich, Kopf an Kopf. Allgemeine Kompetenz, eigentlich auch beide Kopf an Kopf. Und dann sozusagen kritisch, Sie 43-40 und da ist ein Punkt noch nicht drauf, da führen Sie haushoch, nämlich bei der Bürgernähe. Da steht es ungefähr 50% für Sie gegen 20-25% zu Van der Bellen. Und dann ist auch die Frage gestellt worden nach den politischen Inhalten und da haben wir jetzt noch einmal die Eigenschaften, die haben wir eigentlich. Ah nein, das sind sozusagen die politischen Inhalte und da sagt man, Van der Bellen ist besser in der Außen- und Weltpolitik, ist besser in der Bildungskompetenz, ist etwas besser in der Frauenpolitik, sie sind besser oder sie sind gleich bei Arbeitsplätzen und sie sind besser bei der Wirtschaftskompetenz, aber vor allem sind sie viel, viel besser bei der Flüchtlingspolitik, bei der Kriminalität, bei der Terrorismusbekämpfung. Also überall, wo es um Sicherheit geht, führt Hofer haushoch. Dort, wo es um die weicheren Themen geht, Reformen, Frauenpolitik, Bildung, auch Vertretung im Ausland, führt Van der Bellen. Erleben Sie das auch so oder sehen Sie sich ganz anders als diese Umfrage? Natürlich sieht man sich selbst immer etwas anders. Das wird meinem Mitbewerber sicher auch so gehen. Politische Erfahrung zum Beispiel. Also Van der Bellen hatte noch nie eine hohe Staatsfunktion, was aber nicht heißt, dass er das nicht auch kann. Ja. Und interessant ist ja auch bei der Wirtschaftskompetenz, er ist ja Wirtschaftsprofessor, trotzdem sagen die Menschen, ich habe mehr Wirtschaftskompetenz. Also er wird sicherlich anderer Meinung sein, nehme ich an. Aber es ist interessant, dann zu sehen, wie dich Menschen erleben und wie du eingeschätzt aber Sie bist. Gelten als derjenige, der für Sicherheit und gegen Flüchtlinge ist. Mhm. Sie gelten als derjenige, der bürgernah ist
und Sie gelten als derjenige, der der Regierung wirklich auf die Finger hauen wird. Also wir haben ja in der Umfrage auch abgefragt, wir haben jetzt nicht überall die Grafik da, sozusagen, wer wird sozusagen mutiger und kräftiger gegen die Regierung auftreten, da steht es 50 zu 27 für Sie. Ja, das werden ist klar. Sie das tun? Ja, das ist auch, das ergibt sich auch aus der Situation heraus. Weil naja, natürlich sind beide Oppositionspolitiker, also man sollte annehmen, dass beide ja, aber heftig gegen die Regierung SPÖ auftreten. Unterstützt ja Van der Bellen auch mit Sachleistungen und mit auch sehr, sehr vielen Aussagen. Das heißt, hier gibt es keine Kontrolle, das glaube werden ich nicht. Werden Sie gegenüber der Regierung wirklich ein harter Präsident sein? Konsequent möchte ich sein, nicht hart. Ich möchte nicht auf die Finger schlagen, sondern auf die Finger schauen. Ich glaube, dass man in der Politik mit einem geraden Weg und mit auch einer positiven, mit positivem Druck viel mehr erreichen kann. Sie haben einmal gesagt, Sie werden die Regierung entlassen. Das, als Ultima Ratio? Ich habe das bleiben damals, Sie dabei, weil ich das hat das Ihnen damals, ja auch viel Schelte eingebracht. Ja, ich weiß. Und ich habe damals auch gesagt, warum? Weil ich sowas wie im letzten Jahr nicht mehr erleben will. Dass hunderttausende Menschen unkontrolliert unser Staatsgebiet durchqueren, ohne dass wir wissen, wer das ist. Das wollte ich gerade sagen. Das geht nicht. Wäre das ein klassischer Fall gewesen, wo Sie einen Kanzler Faymann und seine Regierung entlassen hätten? Ich hätte am Ende eines Prozesses klar gesagt, was ich mir vorstelle. Das heißt, zuerst hätte ich den Herrn Kanzler Faymann zu mir gebeten und auch die Minister. Man darf auch nicht vergessen, dass ja auch die Innenministerin schon im Vorfeld gesagt hat, auf uns zukommen wird. Grenzöffnung geht nicht, hätten Sie Ihnen gesagt. Es wäre gar nicht so weit gekommen, wenn man damals schon auf die Innenministerin gehört hätte, die gesagt hat, das kommt auf uns zu. Dann wären wir vorbereitet gewesen und hätten keinen unkontrollierten Übertritt an den Grenzen gehabt. Und da muss auch ein Präsident sehr hellhörig sein. Wenn jetzt Sobotka sagen würde, es kommen jetzt wieder einige Hunderttausend, wir sind nicht vorbereitet, ja, dann muss der Präsident sofort mit der Regierung sprechen und sagen, wir müssen jetzt die notwendigen das Maßnahmen Das wäre ein setzen. Klassischer Fall für ein sofortiges Teekränzchen. Für ein Teekränzchen, ja, mit Ingwer. Ja, und da würden Sie darauf drängen, dass sich diese Politik ändert? Und wenn sich die trotz wiederholter Mahnung nicht ändert, würden Sie nicht davor zurückschrecken, die Regierung zu entlassen? Und das nehmen Sie auch nicht zurück, im Gegensatz zu dem, man wird sich wundern, aus Ausdruck. Dann werde ich mich an die Öffentlichkeit wenden und ich gehe davon aus, dass ein direkt gewählter Präsident, der eine Mehrheit der Menschen hinter sich hat, wenn er so einen Schritt setzt, auch sehr, sehr großen Druck auf eine Regierung ausübt. Aber dieses Was wäre wenn, ich glaube nicht, dass das noch einmal passieren wird. Ich sehe eindeutig, wie sich auch die Politik verändert hat. Doskozil macht einen guten Aber Job. Aber damals hätte gut. Man eigentlich die Regierung entlassen müssen, Ihrer Meinung nach. Das war Rechtsbruch. Und wenn im Vorfeld ich bereits schon alle Gespräche geführt hätte, wenn ich die Information der Innenministerin gehabt hätte und die Regierung trotzdem nicht reagiert, Sie haben ja auch eine sehr klare Aussage zu CETA gemacht. Ja. Sie haben gesagt, ich unterschreibe CETA garantiert nicht. Richtig. Sie wissen, dass Sie damit letztendlich ein Weltchaos auslösen. Also CETA ist der, da muss man vorweg schicken, Gott sei Dank ist ein gemischtes Abkommen, das heißt die nationalen Parlamente müssen zustimmen. Aber es gibt eine vorläufige Anwendung. Das ist dieser Trick, den man jetzt macht. Man sagt, also zuerst einmal setzen wir Teile von CETA in Kraft und erst dann sollen die Parlamente abstimmen. Ich bleibe dabei. Ich werde CETA und TTIP nur unterzeichnen, wenn es vorher eine direkt demokratische Entscheidung gibt. Das heißt, die Bürger befragt werden. Es haben ja beide Seiten die Möglichkeit, die Befürworter und die Gegner, die Menschen zu informieren und ihnen zu sagen, wie der Stand der Dinge ist. Aber die Menschen sollen entscheiden und ich werde mich dann danach richten, muss die Menschen in Österreich sagen. Das heißt, egal wie das Parlament entscheidet, aber insbesondere wenn es entscheidet, dass CETA durchgewunken werden soll, dann würden Sie auf einer Volksabstimmung bestehen und erst wenn eine Volksabstimmung pro CETA ist, würden Sie unterschreiben. Richtig. Wenn sie gegen CETA ist, würden Sie definitiv nicht unterschreiben. Richtig. Und da muss man auch erklären, anders als bei normalen Gesetzen, wo der Präsident nur unterschreibt, dass das Gesetz verfassungskonform zustande gekommen ist, ist das bei Staatsverträgen anders. CETA, TTIP, dort kann der Präsident politisch entscheiden. Und das würden Sie ausnutzen? Ja,
ausnützen nicht. Ich würde es im Sinne der Österreicher nützen, denn ich habe das versprochen im Wahlkampf und das tue ich auch. Und dass Sie dort den ganzen Handel Europas und Amerikas durcheinander bringen, das ist Ihnen wurscht. Ich möchte nicht riskieren, dass durch TTIP und CETA der Handel und die Arbeitsplätze in Österreich durcheinander kommen. Und das ist mir wichtiger. Was ist Ihnen denn noch wichtig? Also Sie wollen keine Mindestsicherung für Flüchtlinge haben. Darauf werden Sie drängen als Präsident. Sie werden CETA nicht unterschreiben. Sie werden darauf drängen, dass die Grenzkontrollen eingehalten werden und keine illegalen Flüchtlinge mehr hereinkommen. Was werden Sie denn noch durchsetzen wollen als Präsident? Das Wichtigste ist die Wirtschaftspolitik und als zweiter Punkt die Bildungspolitik. Wir haben leider bei den Universitäten keine Uni mehr unter den Top-Platzierten. Das ist leider eine sehr negative Entwicklung. Wir haben im Bereich der Bildungspolitik immer mehr Kinder, die nicht lesen, rechnen und schreiben können nach Ende der Pflichtschulzeit. Darf ich Sie ganz naiv fragen, wie ein österreichischer Bundespräsident dafür sorgt, dass wir eine bessere Bildungspolitik bekommen? Na, auch da gibt es ja Modelle, die in anderen Ländern funktionieren. Also ich habe auch mit Lehrpersonal gesprochen. Es ist ein Fehler, zu glauben, dass Integration so funktioniert, dass man alle Kinder in eine Klasse steckt und dann so viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache in der Klasse sind, dass gar keiner mehr dem Unterricht folgen kann, sondern da muss man Vorbereitungsklassen machen und das kann der Präsident auch besprechen mit dem zuständigen Minister. Und ein Punkt möchte ich noch sagen, der ist ganz wichtig, Wirtschaft, Arbeitsplätze. Also das wird unsere Zukunft auch entscheiden. Schaffen wir es, dass Firmen sich wieder ansiedeln wollen in Österreich? Schaffen wir es, dass junge Menschen den Mut haben, eine Firma wieder zu gründen? Das werden Sie über Auslandsreisen ankurbeln oder über Druck auf den Bundeskanzler? Es sind erstens Auslandsreisen, aber auch zweitens die Notwendigkeit, Steuer- und Abgabenquote in Österreich zu senken. Sie haben selbst ein Unternehmen gegründet, Sie wissen, wie hart das ist. Wir kommen gleich wieder. Wir haben noch eine kurze Werbepause, dann geht es ins Finale und da habe ich ein paar überraschende Fragen an den Herrn Hofer. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV und liebe User und Userinnen von OE24AT. Willkommen zur letzten Runde im Boxkampf, wenn ich so sagen darf, Fellner-Hofer. Mit einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Frage zu Beginn. HC Strache hat sich ja in den letzten Stunden, heute besonders, als Donald Trump-Fan geoutet und sich mit Armin Wolf da ein lustiges Twitter-Duell darüber geliefert, ob Trump ein eitler Pavian ist oder nicht. Sie kultivieren ja manchmal ein bisschen einen Unterschied zum HC Strache. Wie sehen denn Sie das? Sind Sie auch ein Trump-Fan? Würden Sie Trump wählen in Amerika? Finden Sie es ein toller Präsident, der Donald? Also ich hätte gern gehabt, dass Kerry kandidiert, aber der hat das leider nicht gemacht. Mhm. Ich habe da ein Problem und zwar deswegen, wenn ich jetzt sage, Trump oder Clinton, ja, und ich werde Präsident, was ich ja hoffe, dann könnte es für die Beziehungen zwischen Österreich und den USA ein Nachteil sein. Und ich möchte einfach, dass diese zwei Staaten befreundet sind, egal wer dort gewinnt. Daher sage ich, egal wer dann Präsident sein wird oder Präsidentin, Österreich wird gut zusammenarbeiten. Und daher gibt es von mir keinen Favoriten. Es gibt amerikanische Medien, die sagen, sie sind der österreichische Trump. Ja, das ist ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich muss noch hart an meiner Frisur arbeiten. Wenn wir von der Frisur mal absehen. Nein, nehmen Sie es politisch als Kompliment oder politisch als Beleidigung? Man kann es gar nicht vergleichen. Also die USA, wenn man das, was in den USA gesagt wird im Wahlkampf, und zwar von allen Seiten, in Österreich tun würde, da würden die Wähler in Scharen davonlaufen. Also das ist ein völlig anderes Modell, eine völlig andere Politik. Aber Sie würden beide gern treffen? Den ja, Donald natürlich. Sowieso? Ich würde beide gern treffen, weil den, man kann... Den Donald würden Sie gleich einladen nach Österreich, wenn er Präsident ist? Ich würde jeden Präsidenten oder jede Präsidentin einladen nach Österreich und hoffen, dass er oder sie kommt, weil für uns die Vereinigten Staaten ein wichtiger Partner sind. Aber auch den Donald würden Sie gern in Good Old Vienna willkommen heißen? Ich würde beide Persönlichkeiten, wenn sie gewählt werden, gerne willkommen heißen. Also Sie haben mit Trump kein Problem? Ich habe mit keinem demokratisch gewählten Kandidaten ein Problem. Und wenn ich eines hätte, würde ich als Bundespräsident das nicht sagen. Sie haben diese Woche einen kleinen Tiefschlag kassiert, ein paar haben auch gesagt, einen unfairen Tiefschlag. Der existierende oder Altbundespräsident, weil er ist es ja nicht mehr, Altbundespräsident Heinz Fischer hat eine Wahlempfehlung abgegeben und hat gesagt, er wählt Van der Bellen. Das hat Sie, nehme ich an, überraschend getroffen, oder? Na, überraschend nicht, weil Fischer ist ja, glaube ich, jetzt wieder Mitglied der SPÖ und aber egal, ich habe daraus gelernt,
dass ich diesen Fehler nicht machen will. Sollte ich Präsident werden, werde ich für meinen Nachfolger oder Nachfolgerin keine Wahlempfehlung abgeben. Und ich werde dann auch nach meiner Amtszeit ist nicht ein Dienstfahrzeugchauffeur und Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Das werde ich anders machen. Das heißt, über den Heinz Fischer und seine Amtszeit sind Sie eigentlich enttäuscht? Nein, war das eine gute Amtszeit oder war das eine schlechte Amtszeit, weil die Hofburg ein bisschen eingeschlafen ist in dieser Zeit? Steht mir gar nicht zu. Jeder Präsident hat seine Art der Amtsführung. Meine wird lebendiger sein, aber auch sehr verantwortungsvoll. Lebendiger, haben Sie schon gesagt. Was ändert sich unter einem Präsidenten Hofer? Naja, ich habe das vorher schon gesagt, den Finger in die Wunde legen. Und zwar dadurch, dass ich genau dort auftauchen werde, wo es Probleme gibt. In der Landwirtschaft haben wir riesige Probleme. Die Betriebe sperren zu, es bleibt nur die industrialisierte Landwirtschaft, das will ich nicht. Wir haben bei den Betrieben große Probleme, Industrie und KMUs, bei der Pflege, und sie werden mich dort überall antreffen. Also Sie versprechen, Sie gehen raus zu den Menschen? Ja. Was ändert sich noch? Die Regierung wird öfter antanzen müssen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Die Regierung wird sehr freundschaftlich mit mir alle möglichen Teesorten probieren, die es gibt, von Ingwer über Schwarztee, über Grüntee und Weißentee, und wir werden uns sehr freundschaftlich... Wie oft stellen Sie sich vor, dass die kommen müssen? Einmal die Woche oder... Also ich halte viel davon, Treffen auf regelmäßiger Basis zu machen, einfach auch um den Kontakt und das Vertrauen zu sichern. Das heißt, ein Schuh fix, aber einmal in der Woche? Einmal in der Woche ist zu viel. Man muss ja auch etwas arbeiten. Alle 14 Tage, einmal im Monat? Ich glaube, wenn man sich einmal im Monat fix trifft, ist unabhängig von den Dingen, die sowieso anstehen, dann ist es eine gute Basis. Was werden Sie noch als Präsident ändern? Sie haben ja gesagt, Sie werden viel für die Behinderten tun. Sie sind eigentlich auch ein Umweltfan. Ich glaube, Sie sind sogar ein Solarfanatiker. Ja, ich habe auch eine Photovoltaikanlage am Dach und habe mein Wasser aus dem Brunnen, wo der Elektromotor wieder die Pumpe über den Strom betrieben wird. Also was werden Sie tun noch als Bundespräsident? Ich werde auch natürlich auch als Präsident ein Signal setzen für Elektromobilität. Das ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, dass dort viele Arbeitsplätze für Österreich in Zukunft liegen. Und ich werde eben elektrisch unterwegs sein. Und das wird sehr gut funktionieren. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Wichtig ist die Amtsführung. Und wichtig ist, dass der Präsident darauf schaut, dass die Entscheidungen, die getroffen werden in Österreich, gut sind für dieses Land und für aber die Menschen. Aber in Wahrheit kommen wir doch mit Ihnen in eine neue Republik, in die sogenannte Dritte Republik. Zuerst mit Ihnen als Präsident und wenn es so weitergeht, dann mit dem HC Strache als Kanzler. Dann werden wir sozusagen FPÖ regiert als Österreicher. Also wir verdanken der Zweiten Republik sehr viel. Frieden, Freiheit und Sicherheit. Und wir müssen diese Zweite Republik bewahren, aber auch positiv weiterentwickeln. Ich weiß nicht, wer Kanzler sein wird in Österreich in einigen Jahren. Wir haben jetzt einen roten Präsidenten, einen roten Kanzler, einen roten wird's Chef beim ORF. Wird es eine neue Form der Politik sein? Wird es eine Dritte Republik werden? Es wird eine noch bessere Zweite Republik sein. Das ist mein Ziel. Und dann gibt es ja viele, die sagen, wenn sie gewinnen, dann gibt es ein Erdbeben in diesem Land. Ein politisches Erdbeben natürlich. Dann kommen Neuwahlen. Sehen Sie das auch so? Angekündigte Revolutionen finden nie statt. Neuwahlen, glaube ich, wird es in Österreich geben. Das glaube ich auch. Ich habe den Eindruck, dass es in der Koalition keine sehr gute Stimmung gibt, dass man sich schon in Position bringt. Man wird sehen, was das nächste Jahr bringt. Ich rechne mit Neuwahlen. Sind Sie mutig genug zu sagen, Neuwahlen wären gut für das Land derzeit? Es ist zu früh. Ich hoffe immer noch, dass sich die beiden Parteien und deren Spitzen zusammenraufen. Aber wenn es jetzt noch über Monate so weitergeht, dass man so immer diese feinen Spitzen hinüberbringt. Wissen Sie, also zwar nach außen und sagt, wir arbeiten zusammen, aber diese kleinen Sticheleien bleiben, so etwas geht nicht gut. Man muss ein Team sein und man muss auch dem Partner den Erfolg gönnen. Und dann würden Sie sich auch als Präsident trauen zu sagen, es sollte neu gewählt werden? Wenn es nicht funktioniert, ja. Dann würde ich sagen, geht bitte, macht's doch den Weg frei. Herr Hofer, ich danke Ihnen vielmals fürs Vorbeikommen. War, glaube ich, ein sehr spannendes Interview. Für mich auch. Wird möglicherweise eine spannende Amtszeit, falls es so weit kommt, am 4. Dezember. Das werden wir sehen. Van der Bellen kommt in 2 Wochen. Dann werden wir sehen, was er zu sagen hat. Und dann gibt es das Duell. Ja. Hofer-Van der Bellen in OE24TV. Bis dahin, oder eigentlich schon bis morgen, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Morgen, 7 Uhr früh, geht es mit unserem Morgen-TV weiter. Und jetzt gibt es noch unsere News-Show.